Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance, wo wir in der letzten Folge das Banditenlager aufgeräumt haben. Und jetzt sollen wir Gott mit schütze dich, Heinrich. Herrn Ratzig, glaube ich, oder mit irgendjemandem hier in der oberen Burg sprechen. Dann machen wir das mal. Bin mir sicher, wo genau in der oberen Burg? Hallo, ja. Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht hier einen weiter nach oben. Mein Herr, ich fürchte, du hattest recht damit, dass die Überfälle nach Plevislavitz nicht enden würden. Das kommt wenig überraschend. Was ist geschehen? Meine Männer haben zwei neue Angriffe gemeldet. Ah, Heinrich, wie schön, dass du da bist. Es scheint, als hätten wir wieder Arbeit für dich. Komm her zu uns. Meine Herren? Sei gegrüßt, Junge. Die Banditen haben einige abgelegene Weiler überfallen, doch das ist unsere geringste Sorge. Sie griffen auch Merhoyet an. Und das ist wesentlich ernster. Merhoyet? Dort arbeitet doch Matthias. Sie griffen gleich nach der Schlacht in Prebislawitz an. Die Bastarde wollten wohl ein wenig mit ihrer Stärke prahlen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Die Dorfbewohner wehrten sich. Und konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Er ist verwundet. Aber wir können ihn noch verhören. Euer Gnaden. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, ganz im Gegenteil, Meister Tobias. Im Gegensatz zu Bernhard bringst du zu mir nämlich meist frohe Kunde. Zumindest den Münzen in deinen Händen nach zu urteilen. Erzähl mal, wie viele Groschen wurden in Pribislawitz gefunden? Mein Herr, ich fürchte, meine Nachrichten sind wenig besser als die des Hauptmanns. Diese Münzen sind sehr gut, aber leider muss ich euch sagen, dass dies sehr gut gemachte Faksimiles sind. Kack, was? Was zum Teufel sind denn Kaksimiles? Ach, ist mir auch egal, ich will wissen, was sie wert sind. Genau das ist es ja, Herr. Sie sind wertlos. Willst du mir sagen, was ich denke, Meister Tobias? Das hier ist bloß ein Haufen Kupfer. Kurva! Mist! Mit Silber plattiert, also sind sie nicht völlig wertlos. Kurva! Scheiße! Ist es sehr aufwendig, solche Fälschungen herzustellen, Meister Tobias? Würde ich schon sagen, Herr. Hochpräzise Arbeit. Besonders, wenn sie so hochwertig hergestellt sind wie diese. Sie bräuchten eine gut versteckte Gießerei, mehrere Handwerker und auch eine Rohstoffquelle. Aber sie könnten auch von irgendwo anders hierher gebracht worden sein, nicht wahr? Schon möglich. Allerdings ist eine Silbermine in der Nähe und diese Groschen sehen frisch gemünzt aus. Also stehen wir einem Feind gegenüber, welcher über fast unbegrenzte Geldmittel verfügt. Großartig. Doppredelle! Nun, meine Herren... Es ist klar, was zu tun ist. Den Gefangenen verhören, um zu erfahren, wie viele Männer sie haben und sie dann umgehend von der Geldquelle abschneiden. Sonst stellen sie noch ein weiteres Feldlager auf. Wenn sie das nicht schon haben. Das bezweifle ich, Herr. Merhoyet hätte sie nicht abwehren können, wenn schon eins stünde. Nun, Junge, als ich sagte, es gäbe Arbeit für dich, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel sein würde. Du hast bereits erwiesen, wie gut du dich als Ermittler schlägst. Deshalb zähle ich erneut auf dich. Reite nach Merhoyet und verhöre den Gefangenen. Finde heraus, wo sich diese Banditen verstecken, wie viele es sind und was sie vorhaben. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch versuchen, in Erfahrung zu bringen, wo diese gefälschten Münzen herstammen. Jawohl, Herr. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Wir alle. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas erfährst. Ich bin beim Aussichtspunkt in der Nähe von Theinberg. Naja, aber die Schwerter und die Ausrüstung, die man die benutzt haben, wirkte relativ echt. Was denn mit dem? Habt ihr das nicht aufgesammelt? Mein gut, okay, dann vielleicht das Gold und Kupfer, was die da hatten, ist vielleicht falsch und so, aber das hält nicht, das ist ja kein Hinderungsgrund, warum wir nicht die Leute da. Ach, egal. So. Merhoyet. Wir sollen nach Merhoyet reisen. Dann werden wir das auch mal machen. Einfach Schnellreise. Questmarker nicht davor wäre. Dann. Soll ich wieder Musik anmachen, Spiel? Nicht so, ich meine, das war jetzt schon traurig, dass der arme Herr Hanusch da kein großes Geld abgreifen konnte. Aber. Hallo, Heinrich. Hallo. Moment, lasst mich eben
Will wahrscheinlich wieder jemand einen Kampf um die Ehre machen und ich bin geneigt, ihm dies zuzugestehen. Vorher gerne meine Sachen ausrüsten. Guter Mann, hast du einen Moment? Ja, Moment, ich soll. Ach, habe ich schon, gut. Was ist denn? Also ich fordere dich zum Duell, mein Herr. Was? Du hast mich gehört. Winde dich gar nicht erst heraus. Auf! Ich pflege gewöhnlich nicht mit dahergelaufenen Gesellen von der Straße bis zum Tode zu kämpfen. Sag mir erst, was das soll. Ganz einfach. Ich fordere dich zum Duell, du abscheulicher Mann. Ich speie in dein Angesicht. Ganz schön eifrig, was? Wer bist du überhaupt? Ich bin Herr Olbram von Losin. Erfreut dich kennenzulernen, Herr Olbram. Also, was soll das? Meine Mutter schickte mich aus, um Erfahrung zu sammeln. Sie ist besessen vom höfischen Rittertum. Ich soll eine Jungfrau suchen und sie retten und Ruhm im Kampfe sammeln. Doch ich muss zugeben, ich bin nicht sehr gut. Du kannst dich nicht einfach so duellieren. Es braucht einen Grund. Ritter kämpfen doch immer um ihre Ehre, oder nicht? Aber ich bin kein Ritter. Wir müssen also um etwas Gewöhnlicheres kämpfen. Zum Beispiel? Wie wär's denn um dein Schwert? Das ist ein hübsches Schwert. Darum könnten wir kämpfen. Aber was soll ich ohne mein Schwert tun, falls du gewinnst? Hast du denn kein zweites? Doch, zufälligerweise schon. Na siehst du, legen wir los. Warte, und ich? Was bekomme ich, wenn ich siege? Ich gebe dir die Chance, für deine Ehre zu kämpfen. Ist das nicht Lohn genug? Beginnen wir. Wunderbar. Er bekommt Ehre, wenn er gewinnt. Ich bekomme Schwert, wenn ich gewinne. Hä? Trau dich doch! Tja, ein schönes Schwert. Ein Familienerbstück. Aber in meinen Händen eher eine Familienschande. Nimm es. Okay. Magdeburger Schwert. Frisch aus Magdeburg importiert. Vielleicht mal, was das mit unserem Schwert ist. Leider schwächer als das, was ich habe. Die Haltbarkeit ist deutlich höher und Charisma ist mit 16 auch noch ein ganzes Stück höher. Verteidigung ebenfalls. Ich habe jetzt schon so viele Magdeburger Sachen ausgeschlagen, obwohl ich doch aus der Gegend eigentlich stamme. Von daher, ein typisch deutsches, präzisionsgeschmiedetes Langschwert, ja. Äußerst groben Einsatz scharf mit Träger bis zum Ende des Kampfes treue Dienste leisten. Ja, ich glaube, ich werde das nehmen. Wahrscheinlich in Zukunft häufiger mit dem Kriegshammer kämpfen müssen, aber das ist anscheinend wirklich ein schönes Schwert. Dann nehmen wir das schöne Schwert. Ups, ich werde aber die Duelllinge wahrscheinlich noch bei mir behalten. Ich nutze sie eh nur gegen leicht gepanzerte Gegner und gegen leicht gepanzerte Gegner ist das bisschen Schaden, was das weniger hat, auch nicht so wichtig. Dafür sehe ich wichtiger aus, ne? Das ist ja auch so eine Sache. So. Na gut, dann haben wir jetzt ein Magdeburger Schwert. Nicht besser als das, was wir schon hatten, aber, ne? Wir fühlen uns auf jeden Fall ritterlicher. Nein, ich werde das ignorieren. Schon wieder jemand tot da in diesem Flussübergang. So. Dann schauen wir mal, was hier los ist. Ja. Und vielleicht uns erzählen, was hier abgeht.
Ist hier niemand? Ach, der Angriff wurde zurückgeschlagen. Warum ist hier nirgendwo auch noch irgendjemand? Hallo? Geier. Ich muss jetzt anfangen, in die Häuser reinzugehen, weil irgendwie auf der Straße ist niemand. Weiß Holz auf der Tür? Finden sich Leute schmerzend? Du kannst mir auch nicht sagen, was los ist. Da ist jemand draußen. Du darfst da nicht rein. Du musst erst Melicha um Erlaubnis bitten. Bitte was? Gelobt sei Jesus Christus. Was ist hier geschehen? Es steht schlecht um uns. Sehr schlecht. Zuerst überfallen uns diese Briganten und wir kommen gerade so davon. Und dann wütet die Pest. Oh Gott, was sagst du? Jawohl. Die Dinge im Dorf stehen gar nicht gut. Sogar das Vieh verendet. Ist ein grauenvoller Anblick. Wer hat angegriffen? Was weiß ich? Irgendwelche Banditen. Seit Scarlets geplündert worden ist, treiben sie in der ganzen Provinz ihr Unwesen. Habt ihr euch verteidigt? Und wie? Als Melicha den jungen Strohplärren hat hören, hat er jedem eine Mistgabel oder einen Flegel in die Hand gedrückt. Dann haben wir diesen Bastarden aufgelauert. Gut gemacht. Wie ging es aus? Wir haben denen das Fell gekerbt, bis sie getürmt sind. Aber vorher haben sie Stroh arg zugerichtet. Der hat den Morgen nicht mehr erlebt. Wer sind Melicha und Stroh? Ach ja, du bist ja nicht von hier. Melicha ist jetzt der, der sich hier um alles kümmert. Vorher war das Smilts Aufgabe, vom Neuhofer Gestüt. Aber die haben ihn abgemurkst, als der Hof überrannt wurde. Und der junge Stroh ist der Bursche von Andreas Stroh, einem hiesigen Holzfäller. Oder besser, er war es. Dafür haben die Banditen gesorgt. Sein Vater hat's nicht gut verkraftet. Wo finde ich diesen Melicha? Wo finde ich Melicha? Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst, sein Haus ist auf der linken Seite. Ich würde gerne mit Stroh reden. Ich verstehe. Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst, ist Strohs Haus das auf der rechten Seite. Erzähl mir mehr über die Seuche. Das klingt schrecklich. Es ist schlimmer, als man sich vorstellen kann. Das ganze Gestüt ringt mit dem Tod. Die Schafe, Hühner. Zweifelsohne sind die Menschen als nächstes dran. Melichas Weib liegt krank da nieder und es sieht nicht gut aus. Strohs Frau, sein Bruder. Mehr und mehr. Tut mir leid, das zu hören. Ich suche nach Matthias, dem Stallburschen des Gestüts. Matthias? Die Briganten haben den armen Burschen erwischt. Er liegt verwundet im Gestüt. Wie ich hörte, bissen die Schurken hier auf Granit. Zum Glück hat der junge Stroh sie schon früh erspäht und das ganze Dorf geweckt. Konnten sogar einen schnappen. Der liegt nun gefesselt bei Melicha. Aber dann kam diese Seuche. Danke. Das wäre fürs Erste alles. Okay. So, sagt Matthias, liegt auf dem Gestüt. Da sollten wir uns mal direkt drum kümmern. Der Gefangene kann warten. Diese Leute hier brauchen anscheinend unsere Hilfe. Noch ein bisschen Licht. Dachte er. Jetzt nicht besonders präzise wo, aber gucken wir mal. Heinrich, welch erfreulicher Anblick. Was tust du hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Matthias. Ich untersuche in Herrn Ratzigs Auftrag den Überfall. Herr Ratzig? Wie es scheint, hast du es weit gebracht, Kumpel. Du bist sein Gesandter? Er nahm mich in seine Garnison auf.
Heinrich, der Sohn des Schmieds im Dienste seiner Herrschaft. Wer hätte das gedacht? Ich hatte nicht so viel Glück. Du hast überlebt. Dafür solltest du Gott danken. Ein wahres Wort. Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst von hier weggehen. Hier geht irgendeine Seuche um. Eine Seuche? Die Leute sagen, es ist die Pest. So oder so, es ist schlimm. Es begann am Tag nach dem Überfall. Zuerst wurden die Pferde krank, dann anderes Vieh und jetzt die Leute. Scheiße. Bist du in Ordnung? Naja, zumindest habe ich mir nichts eingefangen. Aber du wurdest verwundet. Beim Angriff fiel so ein verfluchter Bandit auf mich drauf, mit Pferd und allem. Mein Arm ist gebrochen, aber besser der Arm als der Hals. Erzähl mir von dem Überfall. Was willst du wissen? Was? Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen gefangen nehmen. Ich möchte ihn befragen. Herb, der alte Melichar gab ihm eins mit dem Flegel auf die Rübe. Er hockt nun in der Scheune, aber sei vorsichtig. Wieso das? Der Scheißkerl hat den jungen Stroh abgemurkst und sein alter Herr wetzt schon die Sichel. Melichar hat noch nicht entschieden, was mit ihm geschehen soll. Ich verstehe ja, dass der alte Stroh Rache will. Aber zuerst muss ich den Schurken verhören. Was danach geschieht, juckt mich nicht. Dann viel Glück. Kannst du die Kerle beschreiben? Weiß nicht. Sie kamen abends, also konnte ich ihre Gesichter nicht erkennen. Es waren um die 20, aber keine Kumanen. Sie sprachen Tschechisch. Du hast mit ihnen geredet? Nein, nein, sie haben uns angebrüllt. Waren sich ihrer Sache anfangs sehr sicher. Aber als wir sie in die Wälder jagten, sahen sie nicht so tapfer aus. Ich weiß, dass es euch an Mut nicht mangelt. Aber wie kann sich ein Haufen Dörfler gegen bewaffnete Banditen behaupten? Einer der Jungs sah sie durch die Wälder streifen und benachrichtigte Melichar. Der weckte das ganze Dorf und alle schnappten sich, was es zu schnappen gab. Mistgabeln, Äxte, Flegel. Und dann stellten wir sie. Was? Ihr seid gegen sie ins Feld gezogen? Jawohl. Und das war der Schlüssel. Denn damit hatten diese Hurensöhne nicht gerechnet. Ein paar von ihnen gelang es trotzdem, zum Dorf durchzubrechen. Vermutlich wollten sie es in Brand stecken. Aber selbst die Weiber waren bewaffnet und überraschten die Bastarde eiskalt. Wegen dieser Seuche. Seit wann wütet diese Seuche? Seit dem Tag nach dem Überfall. Als sich die Pferde in den Ställen niederlegten, wussten wir, dass etwas faul ist. Am Nachmittag waren sie alle tot. Dann wurden die anderen Tiere krank, eins nach dem anderen. Und danach die Leute. Was sind die Anzeichen dieser Krankheit? Ich gehe kaum raus, aber die Leute klagen über Fieber und Schüttelfrost. Ein paar kotzen sich die Seele aus dem Leib und andere scheißen sie aus. Starb jemand daran? Erb, der alte Felber. Allerdings stand er schon mit einem Bein im Grab, weshalb niemand weiß, ob es wirklich die Seuche war. So oder so, die Viecher sterben wie die Fliegen. Und den Leuten wird es gleich ergehen. Wer ist krank? Gute Frage. Wegen meines Arms gehe ich so gut wie gar nicht aus dem Haus. Aber ich weiß, dass bei Melichar und Stroh jemand krank ist. Kann ich dich etwas über Merhujet fragen? Ich bin noch nicht lang genug hier, um viel zu wissen, aber nur zu. Was kannst du mir über den alten Stroh sagen? Er ist Holzfäller. Ein zäher Bursche und ein Hitzkopf. Er ist außer sich, seit sein Sohn tot ist. Zu trauern ist völlig normal. Kommt drauf an, wie. Die Leute fürchten, dass er den Verstand verliert oder sich zu Tode säuft. Noch dazu hat seine Frau die Seuche und er kümmert sich nicht um sie. Wo finde ich diesen Stroh? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Stroh wohnt in der rechten. Wie ist Melichar so? Die Leute hier sehen zu ihm auf. Smild hatte das Sagen, aber der starb in Neuhof. Ich weiß. Herr Hanusch hatte keine Zeit, einen neuen Vasallen zu ernennen. Und da die Leute einen Fürsprecher brauchen, wählten sie Melichar. Gott sei Dank war jemand fähig, das Zepter in die Hand zu nehmen. Ja. Wie ist Melichar so? Die Leute hier sehen zu ihm... Gott sei Dank... Ja. Wo wohnt dieser Melichar? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Melichar wohnt in der linken. Ich kann wieder nichts tun.
Zur Erinnerung, ich habe irgendwann mal, ja, in der Hoffnung, dass ich das anwenden kann, habe ich mal dieses, wo war das eigentlich? Nee. Aber Hauptstufe sogar, ne? Hier, erste Hilfe. Du kannst deine Heilkunst auch in Dialogen einsetzen. Ja, so bei so einem Fall wie ihm, der irgendwie hier einen Arm kaputt hat und hier am Rumbluten ist, hätte ich gedacht, so, hey, das wäre doch mal super, super Möglichkeit, um mal deine erste Hilfe-Fähigkeit zu benutzen. Nope. Anscheinend nicht. Das so, hä? Warum? Warum? Ich kann mich bisher nicht erinnern, dass ich das irgendwann mal benutzen konnte. Oh, hier ist. Ja, eigentlich will ich mit dem reden, nicht stehlen, sag mal. Ja, kann ich auch nicht reden. Wem soll ich denn reden? Mit den Gefangenen, nee, das. Wir haben gerade andere Sorgen. Frage den Vogt, na gut. Jo, wo ist denn aber hier der Eingang? Bist du Melicher? Ja, der bin ich. Ich muss mit dem Gefangenen reden. Und warum? Wer bist du überhaupt? Heinrich, Gesandter von Herrn Ratzig-Kobilla. Ich ermittle wegen des Angriffs. Tut mir leid, ich habe gerade andere Sachen um die Ohren. Falls es dir nicht aufgefallen ist, hier wütet eine Seuche. Und Herr Ratzig hilft uns nicht damit. Ebenso wenig, wie er uns bei dem Angriff geholfen hat. Es hat noch gar keine Kunde von der Seuche Ratei erreicht. Aber ich bin jetzt hier und kann helfen. Da du Herrn Ratzig dienst, könntest du von Nutzen sein. Wenn nicht du, wer dann? Sag, was ich tun soll. Es gibt hier bei uns diesen Stallburschen, Matthias. Ja, den kenne ich. Er kennt da ein Mädchen, das in der Krankenstube des Klosters aushilft. Sie heißt Johanka, glaube ich. Vielleicht kennt sie jemanden, der helfen kann, falls sie wirklich dort ist. Na gut, ich gehe zum Kloster. Wahrscheinlich unsere einzige Hoffnung. Danke, zumindest für den Versuch. Aber warum bedanke ich mich eigentlich? Liegt ja in deinem eigenen Interesse. Ohne Hilfe wird der Gefangene auch sterben. Wenn ich zum Kloster soll, muss ich so viel wie möglich über die Krankheit wissen. Ich muss auf jeden Fall die Symptome kennen. Man wird mich mit Sicherheit danach fragen. Schwer zu sagen. Mein Weib fiebert, andere plagt Schüttelfrost. Ich habe auch gehört, manche speien. Wieder andere sind voller Geschwüre. Aber warum schaust du nicht selbst? Es wird viel geredet und ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Alles klar, ich schaue mir das an. Ich habe die betroffenen Häuser mit Kalk markiert. Aber bleib nicht so lange dort. Das habe ich gewiss nicht vor. Geh weg. Oh, lass mich in Ruhe. Okay. So, lalala. Er hat die Häuser markiert. Das heißt, wir hatten da schon. Ob hier hat er auch eine Markierung. Dann gehen wir hier auch nochmal in das Haus rein. Vielleicht können wir jetzt mit Leuten reden. So. Ich. Oh, Scheiße. Herrgott, Junge, was hast du hier verloren? Siehst du nicht das Pestkreuz an der Tür? Deswegen bin ich hier. Das Kloster schickt mich. Gott segne dich. Es wurde auch Zeit. Ich muss genau wissen, welche Leiden du hast. Ah, verstehe. Was? Tja, ich habe hohes Fieber wie meine Frau. An gestern kann ich mich kaum erinnern. Hab fast nur fantasiert. Hast du sonst noch etwas? Abgesehen vom Fieber? Nun ja, vergib mir, wenn ich das sage, aber ich habe auch die Scheißerei. Kann nichts drin behalten und bin völlig am Ende. Meine Frau auch. Hab Dank. Ich versuche, Hilfe zu holen. Warte kurz, ich hätte da eine Bitte an dich. Worum geht es? Um meinen letzten Willen. Kannst du schreiben? Das sollte ich schaffen.
Ausgezeichnet. Dann leg los. Ja. Ich, Vinzenz, Sohn von Vinzenz, Enkel von Vinzenz, aus Meerhoyet, vermache mein Gut und all meinen weltlichen Besitz meiner Frau Wilma. Sollte meine Frau mit mir dahinscheiden, vermache ich alles meinem Vetter Dobesch, dem Schuster in Janowitz. Unter keinen Umständen soll mein Sohn Elias, der Faulpelz und Taugenichts, auch nur einen einzigen Groschen erben. Tradition hin oder her. Das soll ich schreiben? Ja. Und dann schreibst du, der Vollstrecker meines Testaments soll mein guter Freund sein, Pater Fabian, der Pfarrer der Kirche St. Martin in Sasau. Sonst noch etwas? Das Testament wurde niedergeschrieben von... Heinrich, der im Dienste von Herrn Ratzig-Kubilla steht. Oh, das gibt dem Schreiben mehr Gewicht. Hier, nimm einen Ring. So weiß Fabian, dass das Testament von mir ist. Heutzutage kann man nie wissen. Mama. Okay. Mama. Ich werde ihn schon finden. Aber frage ich halt kurz mal. Wo finde ich Pater Fabian? Na, wo wirst du ihn wohl finden? In der Kirche St. Martin natürlich. Gut, ich breche dann auf. Tu das, bevor es dich auch erwischt. Was würden wir dann machen? Okay, so, den geht's nicht gut. Ich mach die Tür dann auch wieder zu. So, gehen wir eben noch die anderen Häuser durch. Dem hier waren wir jetzt schon vom Dorfältesten. Nochmal. War hier auch. Was? Willst du mein Weib holen? Pech gehabt. Ich bin der alte Stroh. Weißt du das nicht? Stroh! Hast meinen Sohn geholt. Aber mein Weib kriegst du nicht. Du Hundskrüppel. Aus wie ein Bandit, Mietz. Ich will doch nur deiner Frau helfen. Ja, auf die andere Seite willst du ihr helfen, nicht wahr? Das mit deinem Sohn tut mir leid, wirklich. Aber wenn du nicht willst, dass dir die Seuche auch die Frau raubt, lass mich sie sehen, sofort. Ich kann ihr helfen. Ich will nicht, dass sie stirbt. Na also, siehst du? Hä? Bist du ein Quacksalber? So etwas in der Art. Dann mach schon, los! Schrei mich nicht an, Mann! Fieber. Genau wie Melichas Frau. Fieber. Genau wie Melichas Frau. Können wir das als Symptom, können wir das einloggen? Einloggen? Als Symptom können wir das auf jeden Fall festhalten, sagen wir es mal so. So, gut, bei denen war was. Die anderen Häusern, ist da auch noch was. Da ist auch noch ein Kreuz. Hallo? Wer bist du? Siehst du nicht das Pestkreuz an unserer Tür? Mein Name ist Heinrich. Ich gehe zum Kloster, um Hilfe zu holen. Höchste Zeit. Der Herr hat bereits meinen armen Anton zu sich berufen. Und was willst du von mir? Erfahren, wie sich die Krankheit bei deinem Mann geäußert hat. Ich sag dir alles. Aber hilf mir erst, ihn zu begraben. Nicht ich bin zu schwach und Melicha meinte, die Toten müssen sofort unter die Erde. Natürlich helfe ich dir. Hab Dank. Wir müssen ihn hinter dem Haus bestatten. Da steht eine wunderschöne Linde. Ich verstehe. Gut, ich hebe dort das Grab aus. Danke. Komm wieder, wenn du fertig bist. Ich will mich jetzt verabschieden. Ich habe noch nicht Zeit für alles. Goddammit. Mein Geliebter. Hinter dem Haus ist eine Linde. Linde.
Mein geliebter Anton. Ich bin fertig. Ich danke dir. Nun bring ihn bitte dorthin. Oh Herr. Mit. Setzen wir hier durch ab. Ja, nicht unhöflich wirken und sowas, aber ich muss hier weitermachen, bevor andere Leute auch noch sterben. So. Kannst du mir mehr über seine Krankheit erzählen? Sicher. Mein Mann hatte schreckliches Fieber. Und was noch? Schlimme Bauchschmerzen. Er meinte, ihm wäre, als hätte ihn einer mit Steinen vollgestopft. Hat sich die ganze Nacht gewunden. Muss schlimm wehgetan haben. Hab Dank. Okay. Haus. Da ist auch ein Kreuz. Ich habe bisher noch kein Haus gefunden, wo keins wäre. Ja, so. Bruder, liebster Bruder, bist du es? Nein, ich bin nicht dein Bruder. Ja, ich bin es. Dein Bruder. Bald ist Advent. Wir müssen nach Scarlets. Da ist Kirchtag. Sag mir, Bruder, wie fühlst du dich? Warte. Du bist nicht mein Bruder. Du bist einer dieser Schurken. Bruder, rasch, verrammle die Tür. Sie sind zurück. Oh Gott, bitte nein. Bruder, erkennst du mich etwa nicht? Ich bin es, dein Bruder. Ich war lange Zeit fort. Doch zum Advent bin ich heimgekommen. Ja. Ich erinnere mich. Gib mir einen Schluck Wasser, Bruder. Bin durstig. Schrecklich durstig. Als würde ich im Höllenfeuer garen. Kann einen ganzen Krug Wasser saufen und hab sofort wieder Brand. Okay. Ich glaube, damit haben wir genug Informationen. Auf Sazon. Zwar mit Mopsgeschwindigkeit. Ich meine, ganz schnell, so schnell wie nur irgendwie möglich. Wie kommen wir denn am besten dahin? Reise. Vielleicht wäre ich zu Fuß schneller hingekommen, aber. Diese Nacht werden wir, glaube ich, nicht schlafen. Einfach nur hier wirklich schnell zurück. Auch nicht. Zur anderen Tür. Zum anderen Torbogen, meine ich. Sollten wir hier hin? Oder rein? Können wir einfach so ins Kloster rein? Hallo? Verdammt! Halt dich von den Leuten fern, wenn du mich reingelaufen hast. Mich reingelaufen? Johanka? Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir gut. Gerade nicht so. Matthias schickt mich. Matthias? Gott, es ist doch nichts passiert. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Merhuyet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es Matthias? Wurde am Arm verletzt.
Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Meerhoyet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier. Sprich mit Bruder Nikodemus, dem Arzt des Klosters. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Alles klar, ich werde ihn suchen. Komm wieder, wenn du mehr weißt. Ich danke dir, Johanka. Könnte der denn sein? Was ist denn? Ach, hier drin. Okay. Irgendeine Krankheit breitet sich in Meerhoyet aus. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend. Ja, ja, wirklich faszinierend. Aber kannst du diesen Leuten helfen? Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen. Sag mir, ist das ganze Dorf davon betroffen? Seit etwa die Hälfte der Häuser? Nein, zumindest noch nicht. Mehrere Haushalte aber schon. Ungefähr das halbe Dorf. Meerhoyet, hat es da nicht ein Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Tiere sind bereits alle tot. Alle Tiere sind tot. Auch die Pferde, das Vieh, die Hühner. Und nun hat es die Leute erwischt. Höchst faszinierend. Was könnte man dagegen tun? Kennst du die Symptome? Ja. Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Kannst du lesen? Ja. Ja, kann ich. Ausgezeichnet. So folge mir in das Skriptorium. So, womit beginnen wir? Offenkundig stimmt etwas nicht mit Ihrem Verdauungstrakt. Mit was? Mit Ihrem Verdauungstrakt, Heinrich. Ja. Das Problem liegt zwischen dem Mund und dem Arschloch. Aha, klar. Verstanden. Zu diesem Zeitpunkt kann man noch nichts ausschließen. Schau du im Brevarium de Signis Causa nach. Ein namhaftes Manuskript aus Salerno, verfasst von Johann von St. Paul. Aber ich kann kein Latein. Zu deinem Glück übersetzt unser Bibliothekar bedeutende medizinische Werke in die Gemeinsprache. Also kannst du dich sehr wohl nützlich machen. Studiere das Brevier sorgsam und vergleiche die Symptome mit überlieferten Fällen. Das hilft uns vielleicht weiter. Ich hingegen widme mich den erprobten Klassikern Avicennas Canon Medicinae und Galenos Hauptwerk Ars Medicinalis. Okay, wo ist das? Okay. Dann ist im Körper des Menschen vier Säfte wirken: Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Sind sie ausgeglichen, falls die Person bester Gesundheit besteht, auch Überfluss in einem dieser Säfte durchschwemmt, der seinen Körper in schnellster Ausgeglichenheit zu Krankheiten sogar tot. Na, Schleim kann zu Diphtherie führen. Aber sucht in sich diesem Übel zu entledigen, indem man hustet, manchmal unter Krämpfen, wird zur Entzündung im Hals und Mund, den Kranken plagen, Aufnahme von Flüssigkeit erschweren. Vorhin werden meist von Fieber und Unwohlsein verschlimmert. Einige Tagen erscheinen Ausschläge oder Pickel. Die Menschen, die sich in die Vergangenheit noch auf Seite stecken, sich leicht an, doch das trifft nicht auf jeden zu. Tiere können nicht an Diphtherie erkranken. Festursache von Unregelmäßigkeiten der schwarzen Galle zeigt sich an vielerlei Symptomen. Dazu gehört ein unstillbarer Durst wie Unwohlsein, meist bereits von spastischem Husten, manchmal sogar Durchfall, wodurch der Körper der überflüssigen schwarzen Galle zu entledigen versucht. Einige Tagen tauchen im Körper Pusteln auf, meist am Hals oder dem Kiefer, in den Achseln oder am Unterleib. Wieder zeigen sich schwarze Flecken an Fingern, Mund, Nase, Mund und anderen vorstehenden Teilen des menschlichen Körpers, in denen sich schwarze Galle festsetzt. Pest verbreitet sich schnell unter den Menschen, wenn gleich manche verschont bleiben. Kleine Tiere leiden nicht an der Pest, so Größe können sich anstecken. Überfluss in gelber Galle kann zur Ruhe führen, eine Krankheit, die sich offenbar auf unterschiedliche Weise offenbart, vor allem jedoch durch schrecklichen Durchfall. Senden kommt Gebrechen hinzu, die Kranken leisten zudem an schrecklichen Durst, Unterleibsschmerzen und Fieber. Säugnis unter Menschen und anstecken, jedoch ungefährlich für Tiere, also können wir das ausschließen.
Noch andere Wege, die Körpersäfte im Ungleichgewicht zu bringen, das Blut zu schwächen. Eine Vergiftung zum Beispiel äußert sich durch Fieberanfälle, Delirium und Magenkrämpfe, welche mit Zuckung, Durchfall und großem Durst einhergehen. Zum Beispiel Menschen durch Gas vergiftet, zum Beispiel Minenschächten nahe Sümpfen und ähnlichen Orten zeigen sich Vergiftungen oft durch Ausschläge an Nase und Mund. Durch das Gift durch die Nahrung aufgenommen ist jedoch keine Ausschläge erkennbar. Giftungen sind zwischen Menschen und Tieren nicht übertragbar, doch trinken sie beispielsweise vom selben Wasser, sind Menschen und Tiere betroffen, im letzten Mal schneller. Das finde ich vor allem interessant, weil die Pest, wir hatten ja irgendwie gedacht, das ist wahrscheinlich die Pest, ja. Aber die Pest verbreitet sich schnell unter den Menschen und manchmal schon bleiben, aber kleinere Tiere leiden nicht an der Pest. Aber wir wissen ja, dass alle Tiere gestorben sind. Nur größere können sich anstecken. Denn zum Beispiel hier bei der Vergiftung, dass wenn irgendwie das Wasser zum Beispiel vergiftet wurde, dann können da alle von erwischt werden. Also Tiere zuerst und dann Menschen. Reden wir mal mit ihm darüber. Ich glaube, ich hab's. Ja. Und wie lautet das Ergebnis? Ich denke, es ist Vergiftung von Wasser wahrscheinlich. Verdorbenes Wasser hat sie vergiftet. Wirklich? Höchst unwahrscheinlich. Doch wenn Meister Johann von St. Paul das sagt, wer bin ich daran zu zweifeln? Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Ich könnte dabei helfen. Wirklich? Ja, ich kenne mich mit Alchemie etwas aus. Ein Gemeiner, der etwas von Heilmitteln versteht. Wer hätte das gedacht? Ausgezeichnet. Ich gebe dir das Rezept. Und du hast meine Erlaubnis, das Laboratorium des Klosters zu nutzen. Ich gehe sofort an die Arbeit. Und ich eile in der Zwischenzeit direkt nach... wohin nochmal? Merhoyet. Richtig, Merhoyet. Ich nehme Johanka mit. Niemand kümmert sich aufopferungsvoller um die Kranken. Eile mir nach, sobald die Arznei zubereitet ist. Danke, Bruder Nikodemus. Viel Glück, Bruder Nikodemus. Dir auch, Heinrich. Wo ist jetzt hier die Alchemie? Hat einen interessanten Nebenraum hier. Er sagt, ich könnte irgendein Alchemielabor im Kloster nutzen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, weil ich noch nie im Kloster war. Heute zum Unfall, ne, das wollte ich eigentlich nicht. Wo ist im Kloster? Moment, das schaue ich jetzt eben nach, wo das hier im Kloster ist. Ich weiß, wo andere sind, aber das ist mega weit weg. Also, das nächste, was ich kennen würde, wäre hier. In Rattal gibt es auch eins. Es ist halt irgendwie einen halben Tagesmarsch weggefühlt. Deswegen, wenn er uns schon erlaubt ist, wir das im Kloster machen dürfen. Angeblich ist das direkt hier vor Ort. Okay. Oh. Ich bin blind. Ja, im Halbdunkeln habe ich es nicht gesehen, dass wir direkt davor stehen. So, er hat uns das Rezept gegeben. Das haben wir anscheinend schon gelesen. Was brauchen wir denn dafür für dieses Rezepttuch? So, Rezept. Wermutgeist? Nee. Wir haben... Abends. Nee. Heilmittel für Mero jetzt. Stopp. Baldrian, Distel und Holzkohle. Ach du liebe Güte. Warte, das speichere ich vorher, bevor ich hier so was Kompliziertes angehe. Weiter. So. Gut, bereite Wasser, eine Handvoll. Ugh. Bereite Wasser, eine Handvoll Baldrian, zwei Handvoll Distel und etwas Kohle vor. Ja. Damit glaube ich. Alles tatsächlich dabei, sogar die Holzkohle. Überrascht. Gib Disteln in den Kessel, dass sie für zwei Sandunddurchläufe kochen. Gib Baldrian dazu, lass alles für einen Sandunddurchlauf kochen, lass mich abkühlen. Lass die Kohle hinzu.
Sie Disteln beide gleichzeitig da abgeben oder also da reingeben oder irgendwie nacheinander? Was mache ich? Ich glaube, anscheinend beides gleichzeitig, so wie das vom Rezept her klingt. So, wir haben hier auch alles da, glaube ich, oder? Rezept? Ne, Wasser. Eigentlich unsere Zutaten. Hier müssen nicht unsere Zutaten auch um. Inventar. Wir haben Disteln. Und ich denke, erstmal müssen wir Wasser dazu, da reingeben. So. Dann müssen wir Disteln reingeben. Also wir können jetzt erstmal hier hinlegen, nur. Okay, hier Distel, Holzkohle, Baldrian. So, jetzt gehen wir Distel da rein. Nochmal Distel da rein. So, dann müssen wir das aufheizen, ne? Lesen. Distel in den Kessel, lass sie für 2 Santo-Durchläufe kochen. Okay. Muss man wahrscheinlich das Ding erstmal zum Kochen bringen. Das heißt, wir müssen hier den Blasebalg. So. Müssen wir erstmal warten, bis es kocht. Zurzeit ist es ja nur, wird es ja nur langsam warm. Weiter. Wir Bläschen sehen. Irgendwas. Zurzeit steigt da nur so ein bisschen Rauch auf. Das tut sich langsam. Eben war kurz was, aber noch nicht genug. Ah, jetzt haben wir langsam Bläschen. So. Und dann geben wir noch was rein. So. So, jetzt müssen wir das, jetzt wo es anfängt zu kochen. Ja. Habe ich noch so eingezapft. Okay. So, jetzt müssen wir die Sanduhr am Laufen haben. 2 Umdrehungen hat er gesagt. Dex hat das gesagt, meine ich. Dann ist das immer nur kurz, wenn wir den Blasebalg betätigen. 1, 2. Die Sanduhr. So. Jetzt fängt es auch erst an, so richtig zu kochen. Muss noch mal ein bisschen was dazu. So, dann müssen wir jetzt den Baldrian da reingeben. So, weiter anheizen hier. Und dann müssen wir das noch einmal, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hoffe, meine Erinnerung funktioniert. So, dann musst du jetzt noch die Holzkohle reingeben. Das wohl noch abkühlen oder sowas. Ich habe bisher nicht mal mit dem Blasebalg noch was dazu gemacht. Sicher, auf jeden Fall blubbert das jetzt nicht mehr. So. Wie eine Fiole oder sowas, um das reinzutun. Nehmen. Blubbert nicht mehr, das Feuer ist auch jetzt aus.
Hat das jetzt geklappt oder nicht? Weiß ich das? Will ich das wissen? Unbekannter Trank. Ich glaube nicht. Ich würde erwarten, dass wenn das richtig ist, dass mir das irgendwas anzeigt. Von einem auf so mal. Mit dem Kochen war irgendwie nicht so ganz klar, was da jetzt als Kochen zählt. Lesen wir auch noch die Anleitung nochmal durch. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Wie gesagt, die Alchemie hier ist kompliziert. So. Nein. So, bereite Wasser. Bereite das alles vor. So, gibt es ein bisschen in den Kessel. Lass sie für zwei Sand und Durchläufe kochen. Waldrinne zu. Lass alles für einen Sand durch aufkochen. Lass das Gemisch abkühlen. Ach, zum Schluss erst die Kohle hinzugeben. Aber das Gemisch soll dann nicht kochen. Okay, das war mein Fehler. Mir hat, als ich die Kohle dazugegeben habe, hat das noch gekocht. Okay, gut. So wie eben, nur die Kohle ein bisschen länger warten lassen und nicht in Panik ausbrechen. Okay. Gut. Keine Panik. Klingt nach einem Plan. So. Gut, also erstmal Wasser. So, dann die Disteln. So, jetzt Cooking. Los. Ich glaube, das was bringt, wenn ich das regelmäßiger anheize. Auf jeden Fall dem Ding beim Kochen gehen helfen. So. So. Ach, jetzt kochst du nicht mehr. Ja, weiter. Weiter. Mal das. So, jetzt sind Baldrian. Und es ist noch einmal kochen lassen. Jetzt noch einmal mit dem Blasebalg anheizen, dann lasse ich das abkühlen. So. Kühlen. Sich abkühlen, mein Freund. Soll ich dann warten, bis das Flammen komplett leer sind? Wahrscheinlich. Also bis die Flammen komplett weg sind. Wird das dann als abgekühlt zählt. Ich glaube, ich warte mal so lange. So. Jetzt sind die Flammen weg, jetzt glimmt das nur noch. Ob jetzt ist safe, genau. So, und jetzt Fiole. Yay! Karte Geburt. Ja, gut, dann haben wir jetzt auch mal Alchemie gesehen. Wie gesagt, ich finde das super, dass das so schön immersiv gemacht ist und alles. Aber es ist viel zu sehr wie Arbeit, ja? Also, weiß es nicht. Falls ich irgendwann mal ein Rezept habe für irgendwas, was ich unbedingt haben will, dann kann ich mir das ja vielleicht nochmal überlegen, ob ich da regelmäßige Sachen am Alchemietisch herstelle. Aber Alter, das ist ganz schön spannend, aufregend und Arbeit. So, dann willst du durch die Nacht reiten. Wenn wir reiten, wir beeilen uns mal. Komm. Mal die Fackel raus. Werde nicht, okay. Und. Reicht das auch?
kannst einfach dem Straßenverlauf folgen. Nicht über diesen Wegen müssen wir gehen. Rechten. Folgen wir dann eine ganze Weile, bis wir in Samopesh sind. Reiten wir dann durch und dann geht's dann aus weiter. Na gut. Oh. Oh, 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 oh. Es gibt Leute, die das Heilmittel brauchen, also Trieb. Samopesh ankommen. Ja, das sollte Samopesh sein. Dann gehen wir hier in die Richtung weiter. So quer durch. Uch, was sind da so viele Leute noch unterwegs? Wir müssen irgendwann links raus. Richtig? Huch, nein, falsch. Nicht ganz. Ist egal. Wir führen den Weg weiter fort und biegen da links ab. Kurzzeitig irritiert mit den Richtungen. Oder die nächste Ich habe gerade habe ich andere Sorgen, als Reibach zu machen. Moment, liegt mir dieses Dorf hier sehr am Herzen. So. Bringe ich das jetzt? Jetzt hier ein Heilmittel. Und jetzt? Bring das Heilmittel noch mehr? Oh, jetzt, ja, da sind wir schon. Soll ich einfach die Häuser gehen und das Leuten geben? Mann. Kann ich das nicht einfach geben? Zum Dorfältesten, aber ob ich in dem Haus hier nehmen. Beste Grüße. Ich habe herausgefunden, was die Ursache der Krankheit sein könnte. Und? Ihr solltet euer Trinkwasser überprüfen. Nikodemus und ich denken, dass es auf Gift hinausläuft. Wäre nicht leicht, die Quelle zu vergiften, aber was ist mit dem Brunnen? Oh Gott, ich fasse es nicht. Ich habe einen Verdacht. Den Schwein genügt's also nicht, dass der junge Stroh hin ist. Diese Bastarde! Nikodemus ist irgendwo hier, anscheinend. Wo ist er denn? Hm. Hey, Mann. Also, hier bin ich. Wie ist die Lage? Leider nicht allzu gut, Junge. Hast du das Heilmittel? Ja, hier ist es. Ich werde 4 Dosen nehmen. Du den Rest. Ich kümmere mich um Strohs Familie und du übernimmst Melichas Frau und die anderen. Sie lassen mich nicht zu dem Gefangenen. Sie wollen, dass er leidet. Auch wenn er schlimme Dinge getan hat, aber eine sterbliche Seele so zu behandeln.
Vielleicht kann ich Sie überzeugen. Ich habe Ihnen Hilfe versprochen und mein Wort gehalten. Sie müssen mich zu ihm lassen. Mag sein, aber in der kurzen Weile, die ich hier bin, habe ich festgestellt, wie verstockt die Leute hier sind. So, weil ich eh jetzt gerade hier am Westende bin. Echt, da sind wir aufgetaucht. Emon. Bruder, bist du es? Wir müssen den Schlitten anspannen. Ja, ja, den Schlitten. Trink du nur das und alles wird gut. Ist das Weihwasser, Bruder? Ist es. Trink etwas davon und gib es auch den anderen im Haus. Bruder Nikodemus kommt dann und schaut nach euch. So, haben wir den. Kann sein, dass wir noch irgendwelche Kranken sowieso gar nicht gesehen haben vorher, aber schauen wir erstmal. Gehen erstmal die ab, die wir schon kennen, ja? So, den hatten wir. Dann hatten wir hier in diesem Haus, war noch jemand, der uns das Testament hat machen lassen, ja? Dann die Frau da an dem Reiterhof. Hier. Das ist auch so ein Stroh, oder? Da gar nicht hin. Dann gehen wir hier da zu Dings. Zu Vorsteher. Eine Frau. Nein. Gib's ihm. Gelobt sei Jesus Christus. Ich habe euch Hilfe gebracht. Sicher lasse ich dich, natürlich. Mein Junge, wenn dein Trank wirklich gegen diese Geißel hilft, hast du im Dorf freie Hand. Ob ich die Seuche besiegen konnte, wird sich erst zeigen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe das Heilmittel seine Wirkung zeigt. Ich weiß, aber allein die Tatsache, dass es jemanden kümmert, bedeutet uns viel. Oh. Wichtig ist, dass ihr jetzt wieder auf die Beine kommt. Kümmere dich nun um... Wie heißt dein Weib eigentlich? Hannah. Kümmere dich gut um sie. Jetzt öffne den Schuppen. Ja, ich muss mich erst noch um andere Leute kümmern. Tut mir leid. Öffne es jetzt den Schuppen. Gut. Nett von dir. Hier war auch noch ein Haus, oder? Ganz am Ende. Schießt der jemand? Sind? Du bist zurück. Natürlich. Versprochen ist versprochen. Ich hatte keine Zweifel. Hast du das Testament übergeben? Noch nicht. Zaudere nicht länger, bitte. Auf dem Sterbebett muss man alles in Ordnung bringen. Keine Sorge. Ich habe ein Heilmittel aus Sasau. Trink das regelmäßig. Du und alle anderen im Haus. Ein Heilmittel? Du hast Hände aus Gold. Aus purem Gold. Gott segne dich. Oh. Gibt das den Leuten? Dann hat man noch diese eine Frau, die uns ihren Mann hat begraben lassen. Wo war das nochmal? War das hinter dem Stall rechts? Was? Aufwachen. Du bist zurück? Ja, und ich habe etwas, das dich gesund machen wird. Guter Gott im Himmel, wir danken dir für deine Gnade. Trink das und verteile es an alle im Haus. Ich habe auch jemanden mitgebracht, der sich um euch kümmern wird, bis ihr wieder gesund seid. Danke, barmherziger Samariter. Okay, anscheinend haben wir alle erwischt. Alle Kranken erwischt. Ich glaube, Gott, warte, bis sich die Lage geklärt hat. Ja gut, dann können wir uns jetzt um den komischen Banditen kümmern. In dem Schuppen. So, Freundchen. Jetzt warten und sehen, was passiert. Ist ja auch noch warten, bis er wieder... Bestraft! Wofür?
warten oder was? Irgendwie so aus. Warte ab, ob das Heilmittel wirkt. Okay. Okay, gut. Dann warten wir jetzt ab, ob das Heilmittel wirkt. Dann haben wir hier in der Nacht- und Nebelaktion haben wir hier in Merhoyet versucht, alles zu bereinigen. Dann können wir ja jetzt nach Sasor zurückkehren und noch die anderen Sachen machen. Hier den letzten Willen zum Gemeindepfarrer bringen. Und die Leute bezüglich des Unfalls auf dem Stein, beim Steinmetz beschlagen. Ich ertrage das nicht länger. Eigentlich außen. Gut, dann scheinen wir sich warten, bis die Lage sich klärt. Egal. Ich werde jetzt an der Stelle die Folge beenden. In der nächsten Folge finden wir möglicherweise raus, ob das Heilmittel seine Wirkung entfaltet hat oder nicht. Ansonsten werden wir wahrscheinlich ein paar Dinge in Sasau erledigen, so wie das klingt. Da haben wir ja noch einiges zu tun. Und da gibt glaube ich auch Banditenlager hier in der Gegend, um die wir uns kümmern sollten, mit Empfehlungen von Hauptmann Robert und so. Aber das finden wir dann in der nächsten Folge raus. Bis dann. Tschüss.